Wir haben 11 Uhr. Willkommen, ihr beide. Und wer da ist, ist genau der Richtige. Und wir machen das, gucken, wie es wird. Ganz kurze Vorstellungsrunde. Ich bin agiler Coach, komme aus dem Bereich Produktentwicklung, Lean Development, Six Sigma, als Master Black Belt gearbeitet, Erwachsenenbildung, Ingenieur und ich habe viel Freude an meinem Leben. Und ich gebe meinen Sprecher-Zollstock an den, den möchte. Ich mache jetzt keine Werbung für Weiland. Den möchte ich haben. Okay, bei mir kommt eine Fernbedienung an, danke. Ja! Toll, ne? Genau, ich bin Dörte Schröder. Ich bin ursprünglich Mathematikerin, war dann lange auch in Führungsrollen, auch Telekom und so, bin jetzt selbstständig, was ist jetzt, seit mittlerweile schon 5,5 Jahren, das ist total krass. Agile Coach im weitesten Sinne und ich mache auch Trainings und Digital Trainer ist insofern spannend, weil natürlich gerade sehr viel online läuft, ich mache die Laufakademie, auch für ein Trainernetzwerk oder halt, ne, wenn mich Kunden direkt ansprechen. Insofern bin ich mal gespannt, dass hier was mit Digital Trainer. Und ich gebe die Fernbedienung jetzt weiter an wahrscheinlich. Was kommt bei dir an? Dankeschön. Ich habe ja nichts in der Hand gerade. Aber nehme aber den Ball des Agile-Coaches natürlich auf. In der Runde reiche ich mich ein. Allerdings jetzt noch mit dem freiwilligen Sonderprojekt im Corona-Winter für Sommersemester. Jetzt aktuell habe ich einen Lehrauftrag an der Hochschule Ingolstadt angenommen. Und dieses nur digital, ich hatte gehofft, die Studenten im Raum bespaßen zu können. Und dieses nur digitale Arbeiten, mich macht es echt immer noch wahnsinnig. Und ich hoffe auf neue Impulse an der Ecke. Und auch natürlich mit unseren Teams zu interagieren. Aber da fällt es mir ein bisschen leichter, wenn ich die Leute natürlich schon kenne, als wenn ich mit fremden Personen denen jetzt was vermitteln soll online. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Sehr schön. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Ich habe unter den Notizen kurz die Agenda gepackt. Das ist oberhalb der Teilnehmer. Ja. Und was ich gerne machen möchte, ich möchte gerne vorstellen, welchen Lernpfad wir erstellen. Mit tollen Menschen, mit tollen Trainern. Und dann stelle ich den Inhalt dar, den Weg, den wir gegangen sind, der kam aus deiner Session ziemlich gut rüber. Dann möchte ich Input und Feedback zu Engage Learners. Und dieses Engage Learners ist, finde ich, ganz wichtig, nicht nur für digitale Trainings, sondern insgesamt. Und sehen, was euch dazu einfällt. Und die Zielgruppe, die ich anspreche mit dieser Session, ist, die selber trainieren oder die vielleicht auch trainiert werden oder die einen eigenen Lernpfad erstellt haben oder erstellen und die Kompetenz einfach steigern wollen. Und das ist vollkommen egal, ob das jetzt digital oder nicht ist, weil der Unterschied ist gar nicht so groß. Habt ihr Wünsche oder Ideen zu der Agenda? Passt. Also nur für mich zur Einordnung. Es gibt eine Gruppe, die macht einen Lernpfad und es gibt jetzt ein Kapitel, das heißt Engage Learners in dem Lernpfad und das ist das, was du jetzt gerade quasi auf dem Schirm hast. Okay. Ein bisschen auch, also ganz kurz, wo kommen wir her und wo haben wir das und ja, das möchte ich einfach zeigen. Ist das okay für euch? Dann sehe ich euren Daumen. Okay. Und jetzt sag ich mal so, 10 Minuten Zeit ein bisschen Hintergrund sein. Da möchte ich Input von euch auch haben. Ist das okay? Ja. Dann würde ich mir eine Uhr stellen. Gucken, dass ich auch eine Uhr noch gestellt bekomme. Mal gucken. Oh, ich sag mal 7 Minuten. Und lass die im Hintergrund laufen, wenn das okay ist. So, ich teile meinen Bildschirm mit euch. Und wart ihr schon auf der Insel? Nee. Okay, dann zeige ich erstmal den Bildschirm 1 und sehe jetzt, was ihr seht. Und die Insel, da kann ich jetzt nicht rausgehen, ist hier oben.
Ja. Und wenn ihr da drauf kommt, kommt ihr auch zu einer Umgebung mit einem Conceptboard. Und dieses Conceptboard, das zeige ich euch jetzt. Und das ist orientiert, die Boards da drauf sind fast wie die Insel. Und unseren Content findet ihr hier unten. Ihr könnt hier auch ständig da drin arbeiten. Weiterhin, okay? Und ich habe mir den Link rauskopiert und den Link teile ich auch gerne mit euch. Dann müsstet ihr euch nur als Gast anmelden. Das ist nicht so, wie es vorgesehen ist, aber so viel schöner. Braucht jetzt im Moment nicht draufgehen. Okay, so. Jetzt gerade nicht, gut. Ja, braucht ihr nicht. Ihr könnt das hier, denke ich, sehen, okay? Und die Session, 11.45 Uhr, LernOS. Und ja, wir haben mit tollen Leuten dieses erstellt. Und das Team ist die Bianca, der Frank, der Gerd, Hilge, Matthias, Stefan, Thomas und Ute und weitere, die rein und rausgekommen sind. Und die habe ich jetzt unter anderem benannt, okay? Ja, und diese Menschen haben ganz unterschiedliche Erfahrungen und haben auch unterschiedlichen Input gebracht. Wir haben uns relativ früh über ein Board geeinigt, wie sieht das Ganze aus, die Struktur, und haben dann gesagt, ein bisschen was über LernOS, dann sind hier verschiedene Kapitel wie Getting Started, wie Planning and Scoping, Design, Creating Content, Communication, Engage Learners und so weiter und so fort, okay? Und das ist einmal der Bereich Start, wie starte ich ein Training und wie bereite ich das vor, dann ist das auch Content Creation und dann auch Evaluation und Nachgehen. Okay? Das Ganze haben wir in einem OneNote gemacht. Ich zeige einmal das OneNote. Und hier ist dann die Struktur drin, die wir hatten. Das ist die Guides-Struktur und dann haben wir erstmal im OneNote gearbeitet und haben uns auch hier gesagt, okay, was brauchen wir? Wir haben noch mit einem Muralboard, glaube ich, gerade auf Miroboard, mit einem Board gearbeitet, okay? Und wir haben uns geeinigt, auf Englisch zu reden. Zu reden oder auch zu schreiben? Auch zu schreiben. Ja, ich bin im Meeting. Nein. Weiß ich nicht. Ciao. So. Das war im Haus, Entschuldigung. Wo war ich? In der Struktur und wir haben das in OneNote gemacht und in Teams. Hallo Carina, willkommen. Hallo. Ich spiele ganz kurz die Struktur vor, hab noch 3 Minuten ein bisschen was dazu erzählen und dann gehen wir ein bisschen weiter. Zur Struktur des Circles, das war halt so ganz grob der Inhalt. Dann haben wir gesagt, okay, wir treffen uns alle 2 Wochen im Meeting und haben auch einen Standard für die jeweilige Woche gehabt. Das hat sich aber erst mit der Zeit ergeben. Wir haben aber aus der Kundensicht gedacht, okay, wenn die den Circle lernen, dann sollte der Planned Outcome und die Katas, die Übungen, die da sind, und der Weekly Circle immer schon vorbereitet sein und den füllen wir mit Leben. Okay, passt das? Erstmal für euch. Ja, ja. Also mich würde noch interessieren, wie seid ihr zu diesem Fluss gekommen, die Struktur? Also wann, in welcher Woche jetzt sowas? Wie habt ihr das gemacht? Wie war der Prozess? Das fände ich jetzt spannend. Da haben wir uns relativ früh drüber geeinigt, wie baut man ein Training auf, haben uns an einem normalen Training organisiert und was gibt es. Und es gab dann unterschiedliche Menschen, die dann gesagt haben, ja, das und das kommt so. Wir haben teilweise die Sachen noch verschoben und probieren jetzt hier Sachen zu erarbeiten. Wir haben jetzt für die ersten 4, 0 bis 4, haben wir finale Dokumente oder fast finale, die aber noch gegengelesen werden. Und trotzdem siehst du, dass die ganz unterschiedlich sind, weil unterschiedliche Autoren dahinter sind. Ja. Okay. Soweit, so gut. Mhm. Und das hat schon ein bisschen intensive Diskussionen gekostet. Mhm. Aber das Kernteam ist jetzt sehr stabil, finde ich. Ja.
So, dann habe ich den Standard genommen und hier was reingeschrieben. Das könnt ihr jetzt nicht lesen. Da möchte ich aber in den nächsten Minuten drauf eingehen. Und dann möchte ich hier auf der linken Seite, Carina, gibt es oberhalb der Teilnehmer, siehst du geteilte Notizen, dass wir nachher ein Brainstorming machen, wenn wir das hier durchgelesen haben. Mhm. Ist das okay? Ja, und ich weiß nicht, ob wir begleitetes Lesen machen und wie das hier geht oder ob man die, die Sachen hier... Ah, du bist auf dem Board, das ist wunderbar. Kannst du das lesen für dich selber? Ich? Ja, ich muss so nicht reinziehen. Ob das fein genug ist, wenn du auf das Board kommst. Ja. Ja? Dann möchte ich euch bitten, dann gebe ich euch eine kurze Einführung in Conceptboard. Wer hat mit Conceptboard noch nicht gearbeitet? Alle? Wenn ihr, Iris, du bist auf das Board gekommen, du kannst mich auch hier suchen, FG, und würdest dann, wenn du mich auf mich klickst, linke Maustaste, kannst du sagen, im Board finden. Dirt ist auch da. Ja. Und ich gebe euch jetzt, sagen wir, 7 Minuten Zeit, weil die Uhr habe ich und die eine ist abgelaufen, dass ihr einmal den Text lest und danach gehen wir in die Diskussion oder in einem Brainstorming, was euch gefällt oder was anders werden kann oder was fehlt. Ist das okay für euch? Dann sehe ich euch den Daumen. Danke sehr. Und die Uhr läuft jetzt und die teile ich jetzt. Jetzt brauche ich doch Hilfe. Ja, bitte. Wie ich das jetzt groß mache. Also unten drunter sehe ich es ja, aber wie ich dorthin komme. Okay, du bist hier im Board. Ja. So, ich kann nicht in die Moderation gehen. Das würde. Ich bin an einem Windows-Rechner, ich drücke die Steuerungstasten und habe eine Mausrad und kann dann da drin zoomen. Ah, okay. Alternativ kannst du hier unten links den Schalten und den Schieber fahren. Ah, Moment, ich hab's, glaube ich. Ich muss Maus holen. Ja, ich mach, ich setze mich. Ich. Nee, das ist, also die Uhr läuft im Moment nicht. Du kannst hier unten, siehst du meinen Mauszeiger? Warte mal, den muss ich wegnehmen. Ja, trotzdem. Wenn du hier schiebst, kannst du das normalerweise größer machen. Bau trotzdem mein provisorisches Stiefel um. Bin ich flexibler. Michael, bitte? Und ich... Klappt das jetzt, Iris? Ja. Okay. Ihr könnt direkt Sticky Notes machen und die hier drauf pappen oder ihr könnt gleich in den Text gehen. Ne? Je nachdem, wie ihr wollt. Sticky Notes geht, ihr klickt hier oben drauf oder ein N, könnt hier eine Farbe wählen und könnt dann hier reinklicken. Das ist ein bisschen groß dann und dann könnt ihr hier was zu schreiben. Schreiben, wenn das selektiert ist, kann man auch die Schriftgröße verändern. Ich mache das mal auf 9. Mache hier ein paar Sticky Notes für euch, dann habt ihr einen Vorrat. Mit Steuerung D könnt ihr. Du suchst jetzt einfach generell Ideen, Brainstorming. Was ja, was euch gefällt, was fehlt, was. Ja. Ist das okay? Mhm. Wer mag spiegeln? Also, spiegeln ist einfach das, was ich gesendet habe, nochmal mit euren Worten sagen. Damit weiß ich in etwa, dass das bei euch angekommen ist. Ist bei digitalen Trainings sehr, sehr hilfreich. Carina? Ja. Also wir sollen das, was gelb umrandet ist, lesen. Und du hast uns eine Reihe von Sticky Notes zur Verfügung gestellt, die wir per Drag and Drop nehmen können und an die Stelle setzen, wo wir sie haben wollen und dann kommentieren können, was uns gefällt und was nicht. Perfekt. Oder wo wir Ideen zu haben oder wo wir irgendwas zu sagen möchten. Ja, könnt auch eine eigene Farbe wählen. Eure Initialen würden helfen, dass man einfach weiß, okay, wer hat es gesagt. Perfekt. Darf ich die Uhr stellen? Ist 7 Minuten okay fürs Lesen und so ersten Eindruck?
Und wenn nicht, machen wir noch was. Dann will ich euch nicht nervös machen. Ihr braucht hier nicht hingucken. Seid auf dem Konzeptboard und ich bin jetzt mal ruhig. Schwierig. Frank, sind die Blätter nicht festgepostet? Irgendwie bewege ich die gerade.
bei stumm geschaltet. Ich habe den Eindruck, hier löst ab und zu jemand Blätter auf dem Board insgesamt. Die Uhr ist abgelaufen. Braucht ihr noch mehr Zeit? Schon, ich glaube, es ist schon gut. Ist schon also gut. Natürlich kommt noch immer irgendwas. Also, ja, dann könnte ein bisschen auch so weiter. Aber. Dann würde ich nochmal meinen Bildschirm teilen und mit euch da durchgehen. Und ja, ich bin auf euren Input ganz, ganz, ganz gespannt. Vielen Dank erstmal. Ist das okay oder sollen wir einfach nur im Konzeptboard bleiben und ich gehe mit der Maus? Ihr könnt ja auch meine Maus sehen und dann. Oder das? Also wie euch das lieber ist. Was ist euch für euch komfortabler? Also ich kann dir gut auf dem Konzeptboard folgen. Gut, ja. Genau, dann sehe ich dich größer. Ja. Vielleicht erstmal, bevor wir in die Details reingehen, wie hat euch das gefallen? Oder? Ersten Eindruck, einfach nur. Ich kann anfangen. Also mir gefällt es so. So. Ja. Wenn du das nur mit Daumen haben möchtest, dann so. Das ist schön, dann ist noch Luft nach oben. Ja. Ja. Iris oder Dörr, habt ihr noch? Ja, also mir, für ganz final drauf zu schauen, von wegen ganz Daumen nach oben, bräuchte ich auch nochmal eine ruhige Minute, das dann nachzuvollziehen. Aber war schon viel, viel Tolles dabei. Aber ein bisschen habe ich mir mit dem Einstieg vorhin schwer getan. Ja, ich auch. Und, aber gegen Ende wurde es immer besser. Von nach rechts, nach links. Links nach rechts. Ja. Also ich finde es auch, das ist, was da jetzt schon generell ist, ist eine super Sammlung. So ein bisschen, wo ich mir denke, so, ah, das ist aber jetzt unterschiedliche Ebenen. Mhm. Mein strukturiertes Hirn wünscht sich da irgendwie eine Sortierung irgendeine Art und Weise. Aber gut. Sehr schön. Ich habe eine Formfrage. Ja. Die, da sind ja diese Gamification, Wikipedia, Serious Game Wikipedia, die Sachen sind so groß geschrieben. Ne? Ich nehme mal an, das weist darauf hin, dass das verlinkt ist. Genau, das war einfach nur die, das Format und da habe ich noch nicht dran gearbeitet. Und da waren Links hinter und dann wurden die plötzlich groß und ich habe gedacht, ach, das lasse ich jetzt so. Okay, gut, weil das stört mich beim Lesen voll. Das ist total großes. Auf jeden Fall. Ja, aber ich hatte mich jetzt in dem Format nicht drum gekümmert. Mhm. Und das ist im hinteren Bereich. Ja. Was ich gestern nochmal. Ja, gehen wir erstmal durch, was ihr geschrieben habt. Wo fange ich an? Auf ganz links? Mhm. Und irgendwo an. Hauptsache, du bewegst den Mauszeiger dahin, damit wir auch nochmal, ich gehe mal mit der Mauszeiger, also Planned Output. Also ich finde es ganz wichtig, die Lernenden mitzunehmen, damit sie da auch einen Input geben, dass sie aktiviert werden. Und wie können wir das in verschiedenen Phasen machen? Wir haben ja ein Phasenmodell ein bisschen
von ich denke drüber nach, ein Training zu geben und wie kann ich da jemand motivieren? Oder ich biete das Training an oder ich bin im Training oder ich bin nach dem Training. Also jedes Mal gibt es eine andere Phase. Und dann dem digitalen Trainer oder dem Trainer insgesamt die Möglichkeit zu geben, verschiedene Ideen reinzubringen. Was kann er jetzt machen? Das passt? Hm? Da sind keine Kommentare dazu. Hat das dann? Ja, genau. Dann kommt, red erstmal weiter. Ja, und dann die Idee von uns. Also am Anfang sehen die Teilnehmer in der Woche, was ist da drin. Dann Katas, das sind Übungen. Kata, der Begriff kommt aus dem Kampfsport und das sind Lernroutinen, die man so lange einstudiert, bis sie in Fleisch und Blut übergehen, also vom Rationalen in Muscle Memory. Und da haben wir gesagt, dann wollen wir Übungen machen, die dann der digitale Trainer, der zukünftige, dann macht. Und dann gibt es auf dem ersten Blatt immer einen Weekly Circle, wie trifft sich das Team immer, Lerncircle und mit Warm-up, mit Check-in und. Und du weißt, wo das Ganze herkommt, ist ein bisschen gar nicht die Unterscheidung zwischen digital oder real. Ich glaube, die Menschen sind immer ganz ähnlich, auch wenn es leichte Unterschiede gibt. Und da unten sehe ich eine Notiz, TBR. Wer mag da was zu sagen? Genau, also das hatte ich, weil das ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich halte das mal hier, eine Training from the Bank of the Moon. Ja. Eines meiner wesentlichen, sozusagen, also Grundidee dahinter ist in einem Training immer, erstmal dafür zu sorgen, dass die Teilnehmerinnen eine Connection aufbauen. Und dann erst Konzept und ich erzähle, ne, oder da kommt der Inhalt. Dann ist es was irgendwie Einübendes und dann irgendwie eine abschließende Conclusion irgendwo. Nur so von, das ist nicht immer hundertprozentig so, dass ich dem folge für jedes Elementchen, aber im Großen und Ganzen ja. Und es passt auch, ne, um da gleich so ein bisschen auf die Gruppe von den Grünen da rechts davon drauf zu gehen. Diese Connection-Part, um die wirklich zu engagieren und reinzubringen, ich fange immer an mit irgendeiner Art von Connection. Ich zapfe die immer an, bevor ich denen irgendwas gebe. Immer. So, da gibt es ja verschiedenste Varianten, wie man das machen kann. Aber allein, dass sie jetzt sozusagen selber erstmal über das Thema nachdenken müssen, bevor ich denen was reingebe. Also was auch mir hilft, weil ich ja dann weiß, ne, wo kann ich andocken. Ja. Und die haben sich dann irgendwie, ne, mental auf das, was da kommt. Das ist auch dieser Zettel hier, oder? Genau. Das sind diese Gruppe von Grünen. Also Let Learners Build Connection. Und dann habe ich da drunter hier drei, die jetzt mir spontan einfallen. Also Shoutout irgendwie, das ist ja das Simpelste nach dem Motto. Ne? Was denkt mal, also ne, irgendwie Kanban, was fällt euch zu Kanban ein? Und dann werfen die mir erstmal Dinge zu. Das ist die simpelste Variante. Ich kann die aufschreiben oder auch nicht, ne, aber zumindest mal das. Oder ich lasse sie in Zweiergruppchen oder so mal überlegen, was sie eigentlich schon kennen und wissen zu dem Thema. Oder sich gegenseitig interviewen oder irgendwas. Oder irgendwas aufschreiben vorher oder so. Sehr schön. Wo ich gerade drüber nachdenke, wenn wir den Bildschirm teilen, sehen die Aufnahme nur sehen, auch worüber wir reden. Und im Moment sehen Sie das nicht. Ist es euch wichtiger, das Videosignal zu sehen oder wichtiger, dass wir das mit aufnehmen? Ich glaube, das ist, da habe ich nicht drüber nachgedacht bisher. Du meinst in dem Video-Ding, ob du dann den Bildschirm teilst? Ja. Das kann aber jeder von uns selber größer oder kleiner ziehen. Dann mache ich das ein bisschen größer und dann ist es ein bisschen klarer, um was es geht. Ist das okay für euch? Ist okay. Ja. Weiter bitte. Weiter. Mehr Input. Genau. Da ist ein oranges. Das mache ich nicht. Das sieht nach Iris aus. Ach so, ja. Aber da war eigentlich wenig Ergänzung. Es war eigentlich schon genauso, wie ich es auch machen würde. Sie ist ja auch mit dürfen bestärken. Super. Also was auf dem zweiten Blatt drauf war, das war Why, How und What, der Golden Circle.
und einfach dieses Wozu am Anfang stellen und dann mehr in die Details reingehen. Das wäre als Konzept also ganz okay. Ja, das finde ich auch gut. Das ist passt. Okay. Und dann war das letztendlich erstmal nur eine Ideensammlung, die ein bisschen aus dem Flow des Trainings rauskommt. Und die ist letztendlich auch nicht vollzählig. Also da sind jetzt mir noch ein paar Sachen eingefallen, die ich manchmal mache und die ich sinnvoll finde. Zusätzlich zu denen, die da stehen, die mache ich auch manchmal und finde sie sinnvoll. Und create critical interactional moments, das würde mich interessieren, das habe ich nicht geschrieben. Das schreibe ich gerade. Was ist das? Was machst du da? Was passiert? Das nennt man kritische Interaktionsmomente, dass du quasi aus dem Lernzirkel heraus so einen Aha-Moment schaffst, wo klar wird, okay, da muss ich mich mit beschäftigen, darüber kann ich etwas lernen. Dass du quasi eine Situation schaffst, in denen den Lernenden klar wird, okay, hier muss ich ansetzen, das ist kritischer Interaktionsmoment. Ja. Hast du ein Beispiel? Hast du ein Beispiel für mich? Ja, ein Beispiel. Also die Idee ist, dass du diese Situation zu Anfang eines Trainings schaffst und wenn du eine Übung anbietest, also es geht dann oft um das Trainingsdesign im Ganzen, dass du erst eine Übung anbietest, die klar macht, hier fehlt etwas. Zum Beispiel im interkulturellen Training kennst du diese Übung, dass man Zettel auf die Köpfe von Personen klebt, auf denen Eigenschaften stehen. Du hast zum Beispiel da kleben intelligent und ich habe da kleben fahrig. Also, dass ich immer den Faden verliere. So. Und dann verteile ich diese Zettel in der Gruppe. Jeder hat eine Interpretation von sich selbst, eine Eigenschaft. Und dann sollen die eine Aufgabe lösen und sollen die anderen so behandeln, wie das auf ihrem Zettel steht. Genau, und dann wird quasi der Moment geschaffen, dass du über Vorurteile jemanden bewertest und den auch so beinhaltest. Und da schaffst du quasi eine kritische Interaktion, die dann sagt, okay, da entstehen Vorurteile, einfach nur, weil ich das sehe. Und dann hast du einen Moment, wo du mitarbeiten kannst. Ja, das ist ein schönes Beispiel, danke. Das mache ich, das will ich jetzt irgendwann mal machen. Sehr schön. Dazu ist mir jetzt gerade eingefallen, deshalb habe ich den Zettel wieder drunter direkt gehängt, Simulationen, also die ja auch zu sowas führen können. Also ne, wenn ich jetzt, also Kanban zum Beispiel, da gibt es diese berühmte Papierproduktionsstraße und so weiter, dann lässt man die halt diese Simulation durchlaufen und dann stellen sie fest, aha, irgendwie ist das, wie ich normalerweise arbeite, wohl nicht optimal. Ich muss irgendwas anders machen. Ja. Ja. Ja, ist so. Ist einfach so. Ja. Ja. Und ich finde, wenn sie sich selber einbringen können, dann ist das wie ein Schneeballeffekt. Das wird immer mehr. Ja. Und ich glaube, auch im Training geht es um 70 mehr als um 10. Und dass sie Freude haben. Ja. Welchen hatten wir denn noch nicht? Simulation? Template? Ja. Also eine einfache Lernumgebung auch schaffen oder eine Schreibumgebung, wo sie Informationen teilen können. Ich finde, das ist hier fantastisch mit den Notizen und mit dem Conceptboard, was wir machen können. Das hat eine Leichtigkeit für mich. Was ich noch ergänzen kann, was wir gemacht haben in unserem Setting, wir haben eine Agenda quasi uns ausgedacht mit den Trainingsinhalten oder Lehrinhalten, haben aber nur 80% ausgeplant und 20 offen gelassen und genau die von den Teilnehmern mitgestalten lassen. Ja. Also was, also was fehlt euch, was würdet ihr zu dem Thema noch gerne dazu tun? Ja, wo wir immer noch bei Trainings immer noch hingehen, das Training auch mal überarbeiten, Sachen rausnehmen, manche auf Must-Have setzen, die müssen gemacht werden und die sollen gemacht werden,
aber dann auch eigene Inhalte, wo die Teilgeber dann auch selber was gestalten. Mhm. Ist das schon Sticky Note dazu oder noch nicht? Inhalte mitgestalten lassen, als mein Punkt dazu. Inhalte mitgestalten lassen, ja, wunderbar. Ja, finde ich auch super. Also mir ist gerade noch eingefallen, auch zum Thema Simulation und so weiter. Es gibt diese Tasty Cupcakes, die Seite, da gibt es, also das kommt so ein bisschen aus der agilen Szene raus, relativ viele schöne spielerische Zugänge. Nur nicht alles passt zu jedem Kontext, aber man kann da ein bisschen suchen. Und es gibt die Play for Agile als Unkonferenz, wo es tatsächlich darum geht, spielerische Zugänge, insbesondere jetzt so in einem agilen Kontext. Ne? Was geht da? Was kann man ausprobieren? Da werden auch Spiele mitentwickelt. Rein zufällig bin ich Mitorganisatorin dieser Unkonferenz. Würdest du einen Link dann auch dazu packen für mich? Ja, das mache ich. Das ist super kann schön. Ich direkt verlinken? Doch, kann ich. Ach, ist das gut hier. Ne? Ja. So, das waren jetzt diese Inhalte. Ich gehe noch ein bisschen weiter nach rechts. Simon, darf ich dich ganz kurz abholen? Wir haben hier in dem Raum Hemmel einmal die Notizen, da ist der Input drauf. Und ich habe ganz unten einen Link zu einem Konzeptboard hier von der Loscom reingepackt. Und wenn ich jetzt hier mal ganz weit in 50.000 Feet gehe, dann findest du auf der Insel unten rechts ein Whiteboard. Und auch unten rechts auf der Insel kämst du auch über den Link. Und wir hatten hier strukturiert gesagt, okay, den Session, hier verschiedene Sachen zum Team, zur Struktur, zur Orga, zum Standard. Und dann hatte ich gesagt, ich habe ein Kapitel Engage Learners, wie kann das gehen? Und habe jetzt Input gesammelt und was ich gehört habe, ja, Frank, bist auf dem Weg und du darfst noch weitergehen. Und dieser Weg ist nie zu Ende. Ja. Und ich finde, ich kann von jedem Menschen jeden Tag irgendwas lernen. Und vielen Dank für euren Input. Wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, habe ich noch 7 Minuten. Möchte noch auf einen Punkt kommen, kann man das so sehen? Ja. Wir suchen noch Feedbackgeber, die den Lernpfad betreten wollen. Die also digitaler Trainer werden wollen und einfach uns auch einen Input geben, wie gut sind wir mit den verschiedenen Kapiteln. Ich schaue nochmal auf den Kapiteln Getting Started, Planning and Scoping, Design und dergleichen. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch auch Lust, da dazu zu kommen. Okay, dann könnt ihr hier, mache ich noch eine Notiz. Interessenten. Und Interessenten, das ist fast richtig geschrieben. Fast ist genug. Ja, das reicht vollkommen. Und dann könnt ihr euch hier einfangen. Dieses Board findet ihr weiterhin oben auf der Insel auch, in dem Bereich. Und ja, würde gerne von dem Engage Learners, falls alles gesagt ist, dazu einfach noch hören, okay, welche Fragen habt ihr, welche Wünsche, was kann ich noch für euch tun? Und ich gehe jetzt hier aus dem Präsentationsmodus wieder raus. Wie plant ihr das weitere Vorgehen jetzt in dieser Kerngruppe? Wir werden weiterhin die Meetings machen, wir werden die Teile, die da sind, reviewen und wir suchen auch noch weitere Autoren. Teilweise oder werden dann umswitchen in einen anderen Bereich, dass wir das weiter bearbeiten. Und wir haben jetzt so die Hälfte ungefähr. Und ich habe ganz viel gelernt, dass zum Training mehr gehört als einfach ein Training vorbereiten und geben. Also über Organisation hatte ich mir bisher wenig Gedanken gemacht. Dann man muss hier wirklich Lernkonzepte rein, das ist doch alles gleich wie vorher, ist doch nicht der Unterschied. Also wir haben uns da sehr schön weiterentwickelt. Und ich finde auch nochmal interessant,
den anderen Learn-Circle, den die Fabienne vorgestellt hatte eben, da gibt es Überschneidungen mit der digitalen Kollaboration, dass man einfach schaut, okay, wie können wir das vielleicht mit integrieren. Jetzt weiß ich nicht, wie ich hier das Dokument wegkriege. Da ist es weg. Ja, ich würde gerne die letzten 4 Minuten, 37 Sekunden nutzen für ein Feedback. Wir könnten ein Start-Stop-Continue machen oder wir können einfach frei reden. Wobei ich bin im Moment für frei reden. Ja, wer mag denn beginnen? Was hat euch gefallen? Was habt ihr vermisst? Also was ich vermisst habe, nachdem du es erklärt hast, ist eine, das würde ich auch, wenn ich jetzt länger Zeit hätte, noch dazu schreiben, eine Erklärung des Wortes Cutters. Nachdem du gesagt hast, wo das herkommt, verstehe ich das auch, aber es fehlt mir im Guide. Und dann hätte ich, glaube ich, auch den Aufbau schneller verstanden. Dass ich quasi, wo du mich hinführst in diesem Ding, weil ich gedacht habe, was heißt denn Cutters? Vielen Dank. Und ansonsten finde ich es ziemlich cool, dass es sowas gibt und müsste aber noch mal länger einsteigen, weil das ja so rausgerissen ist aus so einem Riesending und wahrscheinlich auch die Verwirrung über den Aufbau nur kommt, weil wir den Anfang nicht kennen oder das, was dahinter kommt und deswegen das Feedback so an einigen Stellen vielleicht auch gar nicht passt, weil du weißt, es gibt noch anderes und davor. Ja. Vielen Dank, Carina. Wer mag noch? Also ich glaube, das trifft schon ganz gut. Ich glaube, die gesamte Story, die ihr euch da schon ausgedacht habt, die klingt schon sehr super und plausibel. Aber dadurch, dass wir jetzt nur in diesen einen Aspekt reingegangen sind, war das jetzt gerade ein bisschen schwer in der Kürze der Zeit. Aber war auch legitim und vollkommen in Ordnung. Macht jetzt neugierig, was davon rum noch alles aufgebaut wird und kommt. Ich finde es super. Ja. Sehr schön. Ja, von mir auch. Also danke für Organisation und für die Session. Ich glaube, das ist einfach jetzt so, ne? Du bist an diesem Engage Learners Ding drin und das in dem Ding, das in dem Ding. Das heißt, du musst uns erstmal da irgendwie runterholen. Ja. Das ist ein gewisser Aufwand, ne? Ist halt so. Und die Sachen, die mir so eingefallen sind, dazu sind auch noch ganz viel, vielleicht ist das auch woanders, vielleicht ist es gar nicht hundertprozentig bei da richtig, aber ne, irgendwo passt es auch links und rechts dazu irgendwo rein. Insofern, ich fand das jetzt mit dem Brainstorming sehr schön. Was mir jetzt tatsächlich im Kopf rumgeht, ist das Beispiel von Carina eben. Und wie kriegt man das online hin? Mit dem Kuppelchen. Das ist gar nicht so schwer. Ja? Du kannst entweder per E-Mail jedem so ein... Ah nee, das müssen ja immer die anderen wissen. Das ist natürlich... Du kannst das... Ja. Ich denke mal drüber nach. Ja, ich auch. Also ich finde das total cool, die Übung. Ich habe Bock, das zu machen. Ja. Ich probiere jetzt noch was, nochmal meinen Bildschirm zu teilen. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht doppelt. Und ich führe euch auf die Insel. Könnt ihr die Insel sehen gleich? Das wusste ich, jetzt bist du zweimal da. Nee, du bist doppelt, genau, aber nicht in der Insel. Ah, da mache ich das dazu. Ja. Jetzt könnt ihr die Insel sehen. Ja. Ihr klickt also auf der Insel hier vorne drauf, dann erscheint ihr hier. Ihr könnt euch einen Hund oder sonst was wählen. Der ist der Frank. Jetzt lasse ich den Frank mal laufen. Da wäre ein Lagerfeuer mit Jitsi und da wäre das Konzeptboard, wo wir dran gearbeitet haben. Und könnte dann auch rechts gehen. Und die Orientierung auf dem Board ist genauso wie die Insel. Ich möchte gerne on time schließen. Vielen lieben Dank für euren Input. Vielen lieben Dank für eure Beteiligung. Und uns allen wünsche ich ein tolles Event noch. Ja, danke dir für die Session. Ciao. Ciao.